Jumbo Money Flüte, auch heute liebe Landratten und Rädchen da draußen und ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, hab's letztes Mal versprochen, wir treffen uns hier wieder beim nächsten Icarus-Punkt. Tatsächlich diesmal auch die Treppe gefunden, um auf diese erhöhte Brücke zu kommen, ja. Da ist der Aufstieg da hinten, ja. So, wir waren jetzt hier in der Nähe, weil wegen, hier sind Fragezeichen. Weil wegen, so, beste Bedeutung hier. Gucken wir uns doch das hier mal zuerst an. Das ist jetzt nicht so weit weg. Das ist in die Richtung. So, hier geblieben. Na los, komm schon. Das ist aber wieder unter uns. Gucken wir mal, ob wir hier selber treffen. Ne, die ist noch auf der anderen Seite. So, da hinten müssen wir hin. Einfach mittendurch. So, was haben wir denn hier? Dann wollen wir mal. Los. Kobos, ich glaube, du wartest mal lieber hier draußen. Doma des Elasipos. Oh. Schatz plündern, Fackeln, ISO-Daten. Oh, ISO-Datenbank. ISO-Datenbank ist ja schon mal nicht schlecht. Ist nur da reinzugehen, wäre jetzt echt sehr offensichtlich. Gibt es hier alternativ kein Schritt weiter, Wege? Sie werden mich suchen. Ja. Ich muss vorsichtig sein. Deswegen sage ich ja, suchen wir Alternativwege. So. Das sieht ja jetzt erstmal gar nicht so schlimm hier alles aus. So schlimm hier aus. Oh. Wohin gehst du? Das ist doch super. Ist es jetzt nicht so geil? Bin nämlich beinahe losgerannt und das hätte womöglich. Gott. Okay, da sieht ein. Irgendwie hier außen vielleicht irgendwie längs. Ja, guck mal. Guck mal, eine kleine Küche haben die hier auch. Oh.
schon reingefahren. Au, 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 oh Gott. Au. Krieg ich mal meine. Würdest du jetzt die Freundlichkeit haben, zu sterben? Nicht du, Cassandra. La la la. Aber auch interessant, die eine letzte Wache oben, die hat das gar nicht gekümmert, dieser laute Streit. So. Wo sind wir? Wir sind hier. Okay. Ich muss mich verstecken. Natürlich. Natürlich ging der Sprung schief. So. Hey, warte. Ich nehme gleich den Weg hier außen rum. Vielleicht finden wir den Großen zuerst. Ach komm, wie sieht's mal aus? Ich töte dich! Brustplatte der Dicastes. Okay. Keiner gesehen. Wo kommt denn der jetzt auf einmal noch her? So. Wo haben wir denn die Schätze? Hier sind sie wohl. Ah, hier ist die ISO-Datenbank. Scanner. Na? Geht doch so. Und wo ist jetzt der letzte Schatz?
Lol, ich hab da oben eine übersehen. Direkt neben der lila Truhe, oder was? Oh, weit ist es. Das ist überhaupt ein Schatz. Nicht so wirklich. Natürlich ist Icarus hier nicht verfügbar. Aber vielleicht hier. Toll, wir sind sogar vorhin einmal dran vorbeigelaufen. Kann das sein, dass hier nicht die... Ja. Das ist sogar die Ecke hier, wo wir nächstes sind. Okay, das war Doma des Elasipos. Sofern richtig ausgesprochen. Und wir sind eine Wissensdatenbank reicher geworden. Sehr schön, so. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch hier hin. Publikumsliebling. Daderos, einer der berüchtigten Archonten von Atlantis, braucht die Hilfe der Dicastie, um seine beständigen Probleme mit ruhelosen Menschen zu lösen. Bewegung! Wow, 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 wow. Okay. Die Wachen heißen uns jetzt aber willkommen, ja? Weil das sind sonst ein bisschen viele vielleicht. Eine Arena erscheint mir ein seltsamer Ort für einen Archon. Wieso läuft der so komisch in meinen Weg rein? Okay. Mhm. Na gut, was hat denn der zu sagen? Die Castes! Oh, den Sternen sei Dank. Ich verlor schon alle Hoffnung. Atlas sagte, du brauchst Hilfe. Du verstehst nicht, welche Verantwortung ich trage. Meine Aufgabe ist es, mir Unterhaltung für die Masse auszudenken. Aber meine großen Spektakel scheinen die Menge zu langweilen. Ich kenne einige gute Stücke. Und einige schlechte. Wir brauchen mehr als ein einfaches Stück. Wird die Menge nicht unterhalten, könnte sie anfangen, auf dumme Gedanken zu kommen. Du glaubst, sie werden gewalttätig? Meine Aufgabe ist es, sie zu beschäftigen, damit sie es nicht werden. Lass dir etwas Neues einfallen oder Ablenkungsmanöver lösen keine Probleme. Die Menschen von ihren Problemen abzulenken, funktioniert auf Dauer nicht. Das meine ich nicht. Aber ich habe gesehen, wozu diese Menschen fähig sein können. Ich lenke sie nicht ab. Ich mache sie nur glücklich. Dann gib den Menschen, wonach sie verlangen. Wonach sie verlangen? Ja. Ja, ich höre schon den Applaus. Die legendäre Dicastes Cassandra stellt sich Atlantis besten Kriegern. Du musst am nächsten Ereignis teilnehmen. Klingt nach einem Pankration. Dabei kann ich wohl behilflich sein. Nicht ganz. Aber deine Taten in Elis haben mich inspiriert. Ich weiß, du wirst die Menge großartig unterhalten, wie damals. Wenn uns das gelingt, wird die ganze Stadt über uns sprechen. Ein Versuch ist es wert. Der ist leicht angeheitert mit seinem Getränk. Der ist ja auch nur am Wanken und der kommt doch garantiert damit auf die grandiosesten Ideen. Willkommen zu einem weiteren wundersamen Ereignis in unserer geliebten Stadt. Heute Nacht haben wir einen besonderen Gast. Die Castes von Atlantis. Euer
nun wirklich kein Pankration. Die nächste Herausforderung für unsere Heldin war... Oh ja, super. ...der ungeschlagene Sieger unserer Stadt. Ohne Mitleid, ohne Gnade. Wird er zum Verhängnis unserer Dikastes? Sieger der Arena. Lol, ist das der, den wir damals auf Kreta besiegt hatten? So, sorry für die kurze Unterbrechung. Aber Telefon hat gerufen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir waren mitten im Kampf, ne? Oh Gott! Hey, hat er sich gerade geheilt? So haben wir nicht gerechnet hier. Mächtige Dikastes ist die neue Siegerin und die Menge hat gesprochen. Aber wird sie Gnade zeigen oder Blut vergießen? Matt? Wenn du die Menge nicht zufriedenstellst, wird Gardiros wütend sein. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. What the? Der Tod ist ein zu hoher Preis für eine Niederlage. Die gnadenvolle Dikastes hat ihr Urteil gefällt. Doch verzagt nicht! Unser einstiger Sieger lebt weiter! Zu eurer Unterhaltung! Es ist vollbracht! Wir sind am Ende der heutigen Darbietung angelangt. Nun stellt sich der Abschaum unserer Stadt dem Urteil der Dikastes. Oh. Götter, was soll das? Wir werden Zeugen. Wie die Schuldigen und Verdammten zum Wohle der Stadt die Chance auf Wiedergutmachung erhalten. Sie haben die Ehre, durch die Hand unseres Gastes zu sterben. What? Nein, auf gar keinen Fall. Ich kenne doch gar nicht, was die gemacht haben, ey. Genug. Das werde ich nicht tun. Keine Sorge, Freunde. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Alter, dir so mal Gerechtigkeit widerfahren, ey. Das war ein absolutes Desaster. Du sagtest kämpf, und das habe ich. Ich wollte nicht, dass du kämpfst, sondern so unterhaltsam wie möglich bist. Das wird die Beziehungen untereinander nur verschlechtern. Die Menschen werden begreifen, was hier passiert. Die Spiele waren ein Desaster. Die Menschen sind unruhig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie selbst für ihre Unterhaltung sorgen. Ihr Hunger nach Gewalt ist unersättlich. Du musst sie nur weiter überraschen. Denk wie ein Mensch, nicht wie ein Isu. Aber genau das habe ich versucht. Nur hast du die Verbrecher verschont und die Menge reagierte wie erwartet. Menschen zu töten, die sich nicht wehren können, ist keine Unterhaltung, sondern ein Gemetzel. Durch ihr Opfer wäre der Friede gewahrt und die Ordnung aufrechterhalten worden, wenn du mitgemacht hättest. Was willst du damit sagen, Gardiros? Mein großes Experiment ist fehlgeschlagen. Ich kann nur von vorn beginnen und auf ein besseres Ergebnis hoffen. Die Arena muss vorbereitet werden. Das ist Wahnsinn! Was ist denn jetzt los? Oh Gott, naja gut, die zwei Zivilisten gehen auf mein Konto. Okay.
Alter, was für eine Form der Gerechtigkeit herrscht denn hier in Atlantis? Das ist ja schlimmer als bei Hades, ey. Naja, nicht schlimmer. Zumindest sauberer und die Luft ist reiner, aber... Come on, das hier ist doch... Was ist denn das? Überlegungen zur Arena. Sieger der Arena. Persönliches Tagebuch. Mein Körper ist geschunden. Der Kampf heute Abend wird mein letzter sein. Während mich die Kämpfer in der Arena überrennen, während sie mir das Fleisch von den Knochen reißen, werden sie nicht wissen, dass ich dies für sie tue. Aderos wird seine Arena befriedigt verlassen und ebenso die Massen von Menschen, die das Blut bejubeln. Ach Gott, Menschheit, ey. Ich gebe mein Leben für sie. Ein Leben für die Sicherheit vieler. Leb wohl, Atlantis. Wow. Okay, da hinten lebt noch einer. Junge, renn doch nicht zu dieser Wache auch noch hin. Ich will deinen... Da ist noch zwei sogar. Aber wir müssen den richtigen erwischen. Gern geschehen. So, und der letzte. Noch als heimliche Kill-Serie gilt hier, wa? Mann. Okay, aber die Aufgabe an sich scheint mehr oder weniger erledigt zu sein. So, ich sehe jetzt hier auch weit und breit keinen mehr. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Fragezeichen. Lief ja semi-erfolgreich alles. Nein, warte mal, ich brauche kein Pferd, ich brauche das Schiff da. Schiffboot. Bananenschaukel. Als ob, wo habe ich denn das andere Schiff jetzt berührt? Na egal. Ach, wir haben es ja geschafft. Haben wir hier nicht schon mal oder gibt es davon mehrere, die gleich aussehen? Erkenntnis des Segens. Nee, hier machen wir noch nicht. So, warte mal. Das bei Inventar muss ich gucken, ne? Was tragen wir jetzt? Wir tragen das Ding mit dem Wahnsinn. Das ist okay. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier rumzuschleichen. Mach das. Oder auch nicht. So, wo sind die nächsten?
Der scheint dann wohl eher über uns zu sein. Oder ist hier noch irgendwo was? Hier können wir noch was machen, oder? Von dieser Seite? Ja, von dieser Seite. IAOP. Ich weiß nicht mehr, wo das steht. Zyklus 44160. Bericht der Botschaften von Atlantis. Zyklus 44160. Nachdem die Vorhersagen der Solardynamik des Solardynamik-Observatoriums zur Sonneneruption beim Gipfeltreffen der drei Schwesterreiche präsentiert wurden, meine Güte, stürmte Hermes, Persephones höchster Wissenschaftler und Ingenieur, davon. Die Lage zwischen den Schwesterreichen, was sind denn die Schwesterreiche eigentlich, na egal, ist angespannt, oh, okay. Aber von allen Gefolgsleuten Persephones sollte gerade Hermes der Vernunft offen gegenüberstehen. Unsere Delegation blieb nichts weiter übrig, als sich an Hades selbst zu wenden. Der wahnsinnige König schien fast zufrieden angesichts der völligen Vernichtung. Ja, Hades ist jetzt auch nicht derjenige, den man um Rat fragen sollte oder um Hilfe, wenn es irgendwie darum geht, irgendwas zu erhalten. Also, hier ISO wissen. Warte, wir kommen ja. Na, wobei, ich glaube, wir sind kurz vor der 2, oder? Einfach so schlecht. So. Ist hier oben noch irgendwer? Ja, hallo, kann ich diese Kiste auch mal aufmachen? Oder geht das hier mit diesem Supermodus nicht? Jetzt. Adamantbarren. Adamant ist das kostbare Metall im Herzen aller Edelsplitter. Okay. Nicht Edelsplitter, Edensplitter, oh Gott. In Form von verarbeiteten Barren kann es in der Schmiede von Atlantis benutzt werden, um legendäre Waffen herzustellen. Einige Adamantbarren befinden sich schwer bewacht in den Archiven von Atlantis. So. Unten schleicht eine Wache rum, warum wir die jetzt noch herkamen. Nicht. La 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 la. Doch Y gedrückt. Ah, tschüss. Beinahe die Gedanken meines Stabs hören. Ob er auch meine hören kann? Segen des Kronos. Diese Fähigkeitsaufwertung ist jetzt im Menü verfügbar. Ja, gucken wir uns das doch mal an. Segen des Kronos. Was ist das hier? Kann man aber auch aufwerten, oder?
Verschwinden. Griller Lichtblitz, okay. Waffenruf, das ist es nicht. Zeitlupe ist es nicht. Wahnsinn, das da. Vergiftete Angriffe, ne? Was ist denn der Segen des Kronos? Das muss doch so ein Dreieck bei sein, oder? Zeitlupe des Kronos. Also hier ist Kronos, Nyx-Schatten, Heldenschlacht, dieses Anschlag, Waffenruf. Das ist ein goldenes Dreieck. Okay, wow. Bodenschleier, klammheimlich, präzise, Held, Waffe, verschwinden, Giftmischer. Segen des Kronos. Ja, jetzt ist, hieß das vorher anders, bin ich blöd? Offenbarung. Aber wir könnten hier noch zwei reinmachen. Ja, Gott. Keine Ahnung. Wir machen das mal. Ja, gut. Ei. So, werten wir das hier mal auf. So, Freunde. Und ich sehe gerade, mit leicht überzogener Folgenlänge geben wir ab in die Zukunft. Bedanke mich wie immer fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hummel, hummel. Moss, moss.